Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht. Man weiß ja nie, wann ihr einschaltet. Ich zeige euch heute, was ich hier so fabriziere. Und ja, schaut es euch einfach an oder schaltet ab. Anschauen wäre mir natürlich lieber. Ist klar. Viel Spaß beim Anschauen von dem Video. Ja, ihr seht, hier die Fläche ist jetzt endlich fertig. Der Flox und das Gestrüpp, das bleibt stehen. Hier habe ich auch schon angefangen. Das Zeug. Das Vlies zu entfernen von meinem Kürbishügel. Unglaublich, was sich da an so kleinen Fliegen drunter versteckt hat, verschanzt hat. Die Viecher haben mich jetzt ganz schön gepiesackt, gestochen oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Hier muss ich jetzt schauen, wie ich das Vlies am besten wegbekomme, da wo der Mais und die Bohnen standen. Ja, weil die Maisstauden kriege ich da nicht durch. Dummerweise. Aber wo ein Wille, da ein Weg, das kriege ich schon hin. Ja. Hier habe ich inzwischen das Gewächshaus so ein bisschen verschoben, dass ich da klar Schiff machen kann. Nächste Woche wird hier geflext, geflext. Wie gesagt, hier die Feuerschalen. Wenn die jemand haben möchte, einfach, ja, einfach ein vorbeikommen und abholen, kontaktiert mich, ich gebe euch meine Adresse. Ich schenke sie euch sogar, wenn ihr sie abholt. Ja, ihr seht, hier hat sich einiges getan. Kürbishügel ist ein bisschen angewachsen. Das wird vermutlich demnächst der Mount Kürbismoor. Mount Pumpkin Moor. Und ihr seht auch hier, das Einzige, was noch steht, ist der Grünkohl. Aber der steht richtig geil da. Da kann man nichts sagen. Der steht echt richtig geil. Phänomenal gut da. Wenn man bedenkt, wie mickrig der war, als ich ihn gekauft habe, steht er wirklich gut da. Was ich jetzt heute noch machen werde, ist hier die Pflanzen. Ja, ob ich die noch rauskriege, bis es dunkel wird, schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall hier den Laufstall von den Kidneybohnen noch entfernen. Und ich schaue, dass ich hier noch eine Mulchschicht drüber lege, dass da auf jeden Fall bis zum Frühjahr nichts mehr rauskommt. Nichts mehr durchkommt. Mal schauen, Material zum Mulchen ist ja eigentlich genug da. Da werde ich einfach das verdörrte Bohnenzeug dafür verwenden. Hier, das hier. Und ach, hier sieht er noch die verdörrten Gurken. Da sind noch die Reste von der Aubergine. Ja, die Tomaten, die haben wir schon von der Ewigkeit aufgegeben. Die Strauchtomaten. Ja, und hier, da ist jetzt bis jetzt alles draufgewandert auf den Mount Pumpmore. Ja, mal schauen, wie weit ich heute noch komme. Ich werde mich nachher noch mal für euch zu Wort melden. Ja, hier ist der Mount Pumpmore. Der ist jetzt nicht mehr größer geworden. Der wird auch so die Größe behalten. Naja, ein bisschen was wird noch dazu kommen übermorgen. Am Montag. Und hier hab ich jetzt schön abgemulcht. Da bis auf wenige Stellen, da sollte jetzt auch nichts mehr kommen. Ja, da ist noch der Grünkohl, der da unter der Mulchschicht hervorschaut. Da wird jetzt am Montag noch das Vlies entfernt. Dann wird alles eingeebnet. Das Grünzeug kommt noch raus da hinten. Ja gut, das wandert doch noch da mit auf den Mount Pumpmore. Ja, so schaut es aktuell bei mir aus.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder gebt mir ein Abo. Wir sehen uns, oder besser gesagt, sehen uns dann die Tage wieder, wenn ich hier komplett alles fertig mache. Bis dahin, bleibt mir gewogen, macht's gut, arrivederci, ciao, ciao, shalom und goodbye. Ja, hier in das Eck, da soll später mal, oder später, bis nächsten Frühjahr das Gewächshaus aufgebaut sein. Mal schauen, wie gut man da noch vorankommt. Hier, der Streifen bleibt jetzt erstmal so liegen, wie er ist, als Mulchstreifen. Ja, da steht noch immer der Grünkohl. Da hinten, das wird noch komplett mit Erde abgedeckt, mit Humuserde. Das ist der Kürbishügel im Hinterhof 2018. Vollgestopft mit Nährstoffen und allem, was so ein Kürbis Wie ihr sehen braucht. könnt, Der Hügel ist inzwischen knapp zur Hälfte bedeckt. Von der einen Seite fast komplett, von der anderen Seite, da fehlt noch ein Stück das da dafür. Also gut die Hälfte ist bedeckt. Mir ist die Erde ausgegangen. Wie kann es anders sein? Da ist noch nichts. Da ist nur die Mulchschicht auf der anderen Seite. Hier habe ich schon mal angefangen, das Fundament vom Gewächshaus zu legen. Das Stahlfundament. Allerdings wetterbedingt höre ich jetzt erstmal auf, weil es wird langsam erstens dunkel und zweitens windig. Und für die nächsten 2 Tage ist Sturm angesagt. Da werde ich wahrscheinlich nicht allzu viel machen können. Ja, schauen wir mal. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, lasst mein Abo da oder ja. Macht es doch einfach wie Tanzverbot. Der macht auch, was er will. Ja, Späßle macht, Kanak lacht. Ja. Macht's gut, arrivederci. Ciao, ciao. Shalom und goodbye. Ihr seht, der Kürbishügel ist inzwischen aufgeschüttet und das bedeutet, ich bin hier nahezu fertig, wenn man so will. Hier ist auch schon schön aufgefüllt. Da ist noch das Fundament von meinem Gewächshaus, das Dreiviertelte. Das werde ich wahrscheinlich erst im Frühjahr beenden, weil ja. Oder irgendwann an einem Wochenende, wenn das Wetter dann nochmal schön wird. So, hier kommen jetzt noch 2, 3 Sack Erde hin. Und dann ist das Ganze hier fertig. Da vorne kommt mal erstmal nichts drauf. Das lasse ich bis zum Frühjahr so liegen. Mal schauen, was passiert. Aber als Mulchschicht sollte es auch im Frühjahr noch taugen. Hier, da steht noch der Grünkohl, wie man sieht. Und der sieht sehr schön aus. Die Steine, die hier überall rumliegen, die brauche ich noch für nachher oder im weiteren Verlauf. Für meine Feuerstelle, die hier noch ausgehoben werden soll. Leider war das Wetter in den letzten Tagen nicht ganz so berauschend. Deshalb konnte ich dahingehend nichts weiter machen. Ah, hier in die Ecke, da kommt auch noch ein bisschen Erde rein. Und hier, dass die Rabatten dann überdeckt sind quasi. Alles in allem werde ich hier noch 5, 6 Sack Erde brauchen. Da müsst ihr mir allerdings nicht zuschauen. Nee, nee, das ist keine Angst. Müsst ihr nicht. Ja, hier kommt einfach auf das Vlies Erde drauf. Da standen dieses Jahr Buschbohnen, aber die sind überhaupt nicht geworden. Da wird nächstes Jahr eine Wildblumenwiese ausgesät. Die habe ich bei dem Gewinnspiel von Dogs Island gewonnen, die Wildblumensamen. Und hier, da kommt auch einfach Erde oben drauf. Und ja, hier kommt so Anisnessel und so ein Zeugchen. Auch gewonnen genau, bei dem Gewinnspiel von Dogs Island.
Ist schon toll, was man auf YouTube für Gewinnspiele findet. Ja, damit kann man zumindest mal was anfangen. Wenn ich da an gewisse Kanäle denke, für die man inzwischen auf YouTube 4,99 € hinlegen soll, nicht zwangsweise muss, aber es wäre gewünscht, es wäre wünschenswert. Ach ja, hier kommen auch die Wunderblumen von der Beate Scholten hin. Also Anisnessel und Wunderblumen sollen dahin. So. Wie gesagt, ihr seid ja auf keinem Kanal, für den ihr irgendwie 4,99 € im Monat besappen sollt. Nicht müsst, aber doch sollt. Ihr könnt meine Videos immer kostenfrei anschauen, seien es Gartenvideos, Kochvideos oder Videos, wo ich einfach mal outdoor unterwegs bin. Das ist kostenfrei, da wird nie irgendwas berechnet werden, das ist einfach so. Weil ich bin ja kein Risotto oder wie der Typ heißt, der seine Abonnenten abzocken will. Ja. Nur weil er meint, hier von YouTube und so leben können zu müssen, mit seinen paar tausend Abonnenten. Ja, da braucht er schon noch ein paar Millionen mehr, um von YouTube letzten Endes leben zu können. Ich bin der Meinung, das ist ein Hobby, das soll ein Hobby bleiben. Wenn euch meine Videos gefallen, finde ich das super. Dann freue ich mich auch über euer Feedback. Wenn sie euch nicht gefallen, mein Gott, dann kontaktiert mich, schreibt es mir in die Kommentare. Dann schreibt mir da auch gleich rein, was ich besser machen kann. Also, ja. Damit kann ich dann auch leben. Und dann vor allem, wenn ich weiß, was ich besser machen kann, dann mache ich es auch be besser. Hoffentlich. Ja. Vielleicht, eventuell unter Umständen. Auf jeden Fall das hier. Ihr seid jetzt ganz nah dran an meinem Kürbishügel. Und ja, ich zeige euch dann gleich noch, wie das Ganze dann fertig aussieht. Ja, ihr seht, es ist jetzt angerichtet. Übrigens, ja, ich habe euch gleich noch was mitzuteilen, was sehr interessant ist, was euch ganz bestimmt interessieren wird. Vor allem den Meister Rossetti. Ja, aber dazu gleich mehr. Ja, ihr seht, ich bin hier fertig. Soweit. Jetzt wird nur noch da hinter dem Hügel noch ein bisschen aufgefüllt. Aber vor dem Hügel ist jetzt soweit fertig. Mal schauen, wann ich hier mit dem Gewächshaus weitermachen kann. Ja. Der Hügel ist jetzt nicht gerade gleichmäßig, aber das ist egal. Das halt nicht an. Nicht. Ich hätte die Mulchschicht noch opfern müssen, um das Ganze gleichmäßig auffüllen zu können mit Grünabfällen. Egal, da sollen sowieso nur zwei, maximal drei Kürbisse drauf. Und hier. Ich denke mal eher zwei, einer rechts, einer links. Und die können dann schön da entlang wachsen. Dann soll hier noch ein bisschen Kürbis hin, vor das Gewächshaus. Neben das Gewächshaus kommt der Mais hin. Ich habe da dieses Jahr eine Sorte, die nennt sich Ungarischer Riese. Die Sorte wird bis zu 3 Meter hoch, da freuen sich meine Stangenbohnen. Und daneben kommen wieder zwei Reihen mit Tatonka F1, weil sich die Sorte einfach bewährt hat. Ja, da hinten, jenseits des Hügels, kommen Kartoffeln hin. Davor kommen Buschbohnen. Und dann kommen zwei Reihen Zucchini. Verschiedene Sorten. Und hier. Da wo jetzt im Augenblick noch die dicke Mulchschicht liegt, da kommt im Frühjahr wahrscheinlich noch mal ein bisschen Erde drauf. Da werden dann wahrscheinlich noch
die ein oder andere Kartoffel versenkt. Ja, der Grünkohl. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht so die Erfahrung mit Grünkohl. Wenn mir von euch jemand sagen kann, wann ich das Zeug ernten kann, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hab mir sagen lassen, im Winter oder nach dem ersten Frost. Andere sagen, ich soll ihn bis zum nächsten Frühjahr stehen lassen. Was sagt ihr, Leute? Ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir sehen, wie Wir ihr es gleich sehen sich könnt. gleich. Hier ist inzwischen auch aufgefüllt. Wir kümmern uns jetzt um diese Baustelle hier. Ich denke mal, mit 3 Sack ungefähr, so Pi mal Daumen, müsste ich hinkommen. Um da eine ordentliche Erdschicht drauf zu bringen, auf der ich dann im Frühjahr die Blümchen aussäen kann. Die Baustelle ist abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Hier die Fläche für die Anisnessel und für die Wunderblumen ist bereit. Da drüben die Fläche für die Wildblumen ist auch bereit. Und die andere Fläche für die Wildblumen, die ist ja schon länger bereit. Hier. Die ist ja schon seit ein paar Tagen bereit. Wie gesagt, ich muss jetzt ein paar Tage Pause machen. Wetterbedingt, sonst wäre ich hier schon lang fertig. Ja, genau. Solltet ihr euch auch schon so auf die nächste Gartensaison? Also ich freue mich hier riesig, wenn hier wieder alles wächst und blüht und gedeiht. Wenn die Kürbisse wachsen, der Mais wächst, die Tomaten, die Gurken, die Paprika, die Äpfel dann irgendwann erntebereit sind. Also da freue ich mich schon wieder riesig drauf. Meine Beetbegrenzung steht jetzt auch. Was mein Beet so ein bisschen vor dem Rasen schützen soll und vom Rasen abgrenzen soll. Wer weiß nicht, wie lange der Rasen überhaupt noch ist. Wenn ich hier so weitermache, dann ist da bald gar nichts mehr da. ja, und ich finde, das sieht halt einfach besser aus, als wenn da gar nichts wäre. Gar nichts, das ist immer ein bisschen blöd. Das sieht immer aus wie ein gewollt und nicht gekonnt. Ja. Ich habe ja gesagt, wir sehen uns gleich noch. Hier bin ich. ja, ich habe hier eine sehr interessante Challenge für euch für nächstes Jahr. Wer von euch kann mir den kleinsten Kürbis präsentieren? Derjenige, welche unter euch bekommt von mir Kürbissamen. Derjenige mit dem kleinsten, voll ausgereiften Kürbis, der bekommt von mir Bananenkürbissamen von der Sorte Pink Jumbo Banana. Und ja, genau. Ich suche den kleinsten, voll ausgereiften Kürbis. Mein kleinster dieses Jahr hat etwa 400 Gramm gewogen. 350 Gramm sowas in dem Dreh, war also nicht die Welt. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch persönlich den Herrn Meister Selbstversorger Rigotti herausfordern. Nimmst du diese Herausforderung an? Präsentierst auch du deinen kleinsten Kürbis? Hashtag Alex Kürbis Challenge. Wir sehen uns. Macht's gut. Arrivederci, ciao, ciao, shalom und goodbye. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare und lasst mir ein Abo da.